Hallo und willkommen zurück bei meinem Let's Play C5 als die Schweiz. Hallo und welcome back by my Let's Play C5 as Switzerland. We have won a great and long and actually not very difficult war against France. Okay, it was quite difficult war around here, around it was called Orléans before, but we could do it. Ja, wir haben einen Krieg gewonnen, wo, naja, zumindest teilweise ein bisschen schwer war. Also da oben haben wir schon müssen kämpfen, damit wir nicht zu viele Einheiten verlieren. Und das könnt ihr einnehmen, trotz seiner blöden Musketier. Aber es ist gut gegangen und danach ist es relativ zackig gegangen bis nach Paris. Nach einer kurzen Belagerung und nochmal ein paar Einheiten verlöscht, ist es dann gut vorwärts gegangen. Und wir haben ich glaube, wir haben Buddhismus ganz ausgemerzt. Ja, Buddhismus is no more. Und andere Religionen haben auch so ihre Probleme. Wie Protestantismus haltet sich noch überraschend gut. Oh, sie haben Hamburg verloren, so schlecht. Ja gut, mit Spanien und Polen im Krieg ist natürlich nicht so lässig. Ja, es läuft gut. Ich würde sagen, wir bauen jetzt weiter auf und gehen langsam im Sieg entgegen. Ich kann da oben noch Kohle, das müsste ich dann auch mal abbauen. Brauche ich eigentlich mehr Arbeiter? Brauche ich? Ja, vielleicht auch für die Trading Posts ein bisschen. Ja, je nachdem. Ich baue schon überall Fabriken. Das heisst, dann gibt es bald auch schon eine Ideologie. 8 Runden, 5 Runden. Ist irgendwo noch eine... Ah ja, genau, ich wollte die eine kaufen, weil sie hat in Zürich viel zu lang... Nein. Aber du kannst mir das geben. Wunderbar. Und ich überlege mir, Paris noch wollen umbenennen später. Was für einen Namen würde Paris bekommen? St. Gallen wahrscheinlich, das haben wir nämlich noch nicht verteilt. Also wir haben natürlich noch die Städte noch nicht verteilt. Aber die Reihenfolge ist so ein bisschen ein Mix aus Alter und Größe von damals und heute. Ja. Jetzt gibt es natürlich wieder Einheiten zu verteilen. Ich glaube, ich mache einen Mix von Luzern und da dazwischen. Wahrscheinlich am sinnvollsten. Hm? Nehmen wir den da rein. Lassen wir den auch mal da unten. Und ich würde sagen, eine Reihe von Kanonen. Ein Arbeiter. Ja, schau da, das ist doch schönes Marmor. Die Kanone schicken wir da rauf. In die Stadt rein. Ja, gib mir die nächste Kanone. Der da. Können wir eigentlich dann zu einer Gatling Gun machen, wenn er da ist. Mhm. Der General. Ja, den einen haben wir gebraucht, dann kommt der da rein. Die Kanone wollte ich da lassen, die wollte ich auch da lassen. Die Kanone allerdings kommt auch da rauf. Also wäre ein Hügel, könnte man eigentlich da draufstellen. Mhm. Ein grosser Prophet, der noch einmal spreaden kann. Ich glaube, ich spare mir den, solange... Vielleicht brauche ich es dann da doch nochmal. Falls Buddhismus das Gefühl hat, das muss ich zurückkommen. Oh, die kann ich geschenkt bekommen. Dann gehst du gerade da drauf.
Ich könnte actually da oben ein bisschen Sachen stylen, wenn ich das Feld kaufe und einen General drauf schicke. Oh ja, ich glaube, das mache ich. Dann spare ich mir einen Krieg mit Rom. Ich meine, ja, natürlich könnte man einen Krieg mit Rom leisten, aber ich finde einerseits Rom selber nicht so gut. Cumae ist... Ja, komm, ich erobere einfach ab einem gewissen Punkt Cumae. Ich glaube, das Gescheiteste. Dann nehmen wir eine Kanone mehr mit auf. Gut. Luzern. Moment, das heisst, ich bin schon drei am Bauen. Wo wird denn noch eine gebaut? Eine in Bern, eine in Basel. Weiss? Habe ich irgendwo eine in der Kö? Nope. Ich kann doch mehr als nur zwei holen. Drei used. But where? Nope. Dort bin ich in Lugano. Nein, da ist ja noch nicht mal ein Workshop da. Und Paris kann das gar nicht. Hä? Basel? Bern? Was? Was? Oh, oder habe ich sie da schon gekauft? Ja, ich habe sie da schon gekauft. Gut. Das heisst, in 7 Runden haben wir unsere Ideologie. Ja, weil vorher komme ich nicht an mehr Kohlen an, glaube ich. Oder hat es da unten Kohlen gehabt? Ich weiß gar nicht. Nö. Nur ganz viel zum Reparieren. Gut. Ja, Observatory, das ist ganz klar. Was schaffst du? Du bist auf Produktionsfokus. Das ist so ein geiles, glaub nicht mal upgradedes Teil. Nein, da doch, es ist, es gibt ja, es macht dir ja den Dschungel nicht weg, das ist so geil. Leider hat er das da müssen ändern, der Touch. Ja. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist auch gut, das ist auch gut. Jetzt muss ich ein bisschen von einem anderen Blickwinkel an, sonst sehe ich nämlich nichts. Ja, das sind doch alles gute Felder, da es aber nicht mehr wirklich mehr Dschungel hat. Science Focus und das da weg, damit er nachher die University Slots nimmt. Ja, warum wächst Luzerner? Ja. Muss dann mal irgendwelche Nahrung reinbringen. Ja, das ist halt, wenn man es nicht am Fluss baut, obwohl man könnte, dummes Rom. Genf. Default Focus. Ja, das ist in Ordnung. Was machst du nach dem Workshop? Ich würde mal sagen, zwei Workboats. Die letzten zwei da und nachher... Nachher wahrscheinlich ein Harbor oder ein Garden, mal schauen. Zürich. Ja, Zürich arbeitet am richtigen. Fällt halt nach wie vor an Produktion. In Zürich muss ich vielleicht dann auch die Public School kaufen. Wie sieht es mit Stadtstaaten aus? Ja, grossartig, da gehört uns ja schon fast alles. Bukarest werde ich allerdings zurückkaufen. Bukarest bleibt mir. Hier haben wir es zuletzt in der Sozialpolitik gehabt. Schnell schauen. Ja, you will pay for this. Russland und Polen im Krieg, so schön. Ja, da habe ich das drin und jetzt gehen wir im Kommerz, aber respektive mit noch ein Rationalismus. Oh ja, will Free Thought, das wird ganz gut sein. Oh, das wollte ich haben. Oh, das ist natürlich auch gut. Kaufen kostet weniger. Bin ich der Big Ben, habe ich den schon gebaut oder bin ich den noch am Bauen? Ah, der kommt erst noch, okay. Dann nehme ich wahrscheinlich zuerst... Ja, ich nehme vielleicht trotzdem zuerst das, weil es geht noch ein Zeitchen, bis ich die zwei habe.
Es wäre schon gescheiter zuerst. Nein, nein, ich nehme zuerst die zwei. Das ist gescheiter zuerst die zwei nehmen und dann das andere. Road. Mine Hill. Road pillaged. Okay, aber ich werde jetzt schon am reparieren. Oh, die ist abpillaged. Dann kannst du mal dort aufhören. Set up und alert. Ja, ich brauche irgendwelche Nahkampfeinheiten. Also nehmen wir euch auch mal mit auf. Komm, du darfst auch gerade mit auf. Oder nehmen wir den Pike Square. Oh. Du bist gut. Und du bist gut. Und wir nehmen die zwei mit auf. Gehen wir mal dort auf. Und dann haben wir noch der da. Soll zuerst mal da hingehen. Ich kann dann immer noch mal heilen. Dann schicken wir nämlich das Rössli da rein. Und der kommt nachher da in die Dings rein. In die Zitadelle. Sehr gut. Ah, mein Marmor ist repariert. Nein, hier gibt es nicht. Es hat sicher jemand ein Luxusgut. Oh, Spanien hat nochmal eine Stadt gebaut. Ah nein, es hat Bremen erobert. Und Dortmund wird weiterhin umkämpft. Oh wow, Berlin ist im Fallen. Du Deutschland, du müsstest deine Armee von Spanien zurückziehen, actually. Aber es ist schön, wie meine Religion überall am stärksten ist und alles weggepreschert. Hast du noch irgendwo Konfuzianismus? Ja, hast du. Irgendwo in einer Stadt hat das noch. Wahrscheinlich da hinten hat er noch irgendwo eine Stadt, die es noch hat. Ja, warte da eine Runde. Ich habe jetzt keine Lust, die Einheiten neu zu bewegen. Das muss ich dann auch mal noch fertig machen. Das andere wird mir viel mehr geben. Vor allem, ich habe jetzt da schon ein paar Trading Posts und es werden immer mehr. Ich kann nachher noch die Arbeiter da unten aufbringen, wenn ich da fertig repariert habe. Aber es gibt halt vor allem in Lugano noch einiges zu reparieren. Was ich halt ein bisschen schade finde im Ziv generell ist, dass Pikeman oder eben ein Lanzknecht zu Lancers upgraded werden und die dann zu Anti-Tank-Guns und dann zu Helikopter. Das ist irgendwie so. Hä? Sie wär's, Pikemen sind eher defensive und recht robuste Einheiten, während dem Lancers das absolute Gegenteil ist. Und Anti-Tank-Guns sind wieder so etwas so, ja, so lala, so ein bisschen durchschnittlich. Und Helikopter sind wieder extrem offensiv. Es ist so, warum machen sie das so komisch? Ich meine, okay, ja, alles, es macht Sinn, Lancer sind gut gegen Rössli, Pikemen sind gut gegen Rössli und Anti-Tank-Guns sind gut gegen Tanks. Das dadurch macht Sinn, aber es ist gleich irgendwie so aus etwas sehr offensivem, also sehr defensiv, eher defensivem wird ein bisschen offensivs. Und das ist ein komplett anderer Verwendungszweck. Klar, beides gegen Rössli, aber
einen Landsknecht kann ich einfach in eine Festung hineinsetzen und der sorgt, also so eine Zitadelle, und der sorgt, der hebt ewig aus. Bei einem Rössli macht das ein bisschen weniger Sinn, weil, weil das Rössli nicht kann fortifieren. Und das ist echt nervig, und das Rössli hat so viel Mobilität, das setzt sich ganz anders ein als der. Das Rössli bekommt ja auch keine Defense-Ponys über. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich so Nahkampfeinheiten baue, weil sie Defense-Ponys haben, weil ich sie vor der Stadt kann hin tun und sie einen Schuss überleben. Und gleichzeitig können die Stadt rein. Im Innen sind natürlich Rössli genauso praktisch, wie sie von weiter her können anlaufen. Was ist da ausgegangen? Oh wow, Bismarck, okay, ist jetzt denn gerade. Also, raus damit. Er kann mich nicht ausstehen. Okay, viel Spaß bei deinem Krieg. Müsste die Gilden mal bauen. 11 Runden. Ja gut, hast du sonst nichts zum Bauen und ich kann das Geld brauchen. Jupp. Ach ja, wenn wir schon dabei sind. Ich komme mein Bukarest zurück. Und dann wird es langsam Zeit, Antwerpen zu kaufen. Oh, Cäsar, hast du vom Alexander etwas erobert? Tatsächlich, der hat jetzt Sparta geholt. Ein Völkerkrieg 9, nein, der hat es nicht geholt. Das war ein Peace Deal. Aber sicher doch. Oh, du fallst mir in den Rücken. Willst du Krieg? Hä? Komm da hin. Ja, ich würde auf jeden Fall nicht Krieg mit dir. Dafür hat sie mir ein bisschen zu viel nutzlosen Kram, den wir zuerst aus dem Weg schaffen müssen. Und Redford. Sprich, ihre Städte haben jetzt noch mehr Verteidigung. So, nein, Madrid wäre zwar schön, aber das könnte ich nur mit Schiff schaffen. Und ich kann ein Schiff nur in Basel bauen. Nein. So schön Rigifahrt auch ist, nein. Wie lange noch? 2 Runden, sehr schön. Wahrscheinlich holen wir uns Ordnung. Also Order. Ist meine Armee wirklich so schlecht? Ich glaube es nicht. Sicher, meine Armee ist ja ganz, ganz schlecht. Mhm. Ich bin nur 4 und habe noch etwa 6 Kanonen. Nein, sogar 7. Und ganz viele Pikemen. Ja, meine Armee muss furchtbar schlecht sein. Was muss ich machen? Spanier, dass du die Armee akzeptierst, muss ich Artillerie bauen? Ja, nicht mehr so weit entfernt. Bei der Kreml ist halt schon nicht so nützlich. Plus 50% Produktion im Building Armor Units. Ja, ganz toll. Was ist, wenn ich keine Einheiten mehr muss bauen? Dann ist der da erheblich nützlicher. Oh ja. Oder die Prora. Die meinen ganz viel Zufriedenheit. Das finde ich viel besser als der Kreml. Der Kreml finde ich eigentlich ein Seich, wenn ich ehrlich das sehe. Aber ich muss dann schauen, welche Sozialpolitik ich nehme, wo eigentlich eine nützliche nehme. Ah, ja. Food nach Bern.
Bern soll ja schließlich wachsen. Weiter wachsen und weiter wachsen und immer weiter wachsen. Ja, ich nehme nicht an, dass uns jemand den Big Ben wegbaut. Von daher können wir da ruhig mal ein paar Slots reinhauen. Und vielleicht auch da. Ja, das ist gut so. Ja, danke, ich weiß nicht, wo ich dich hingeschickt habe. Ja, heil du mal in Lausanne. Ich kann dich nachher wieder raufschicken. Weiß es auch nicht, welcher du gsi bist. Auch Masked Man. Ich kann denen zuerst noch mehr Cover geben. Und dann kann ich sie immer noch upgraden. Dann werden sie so robuste Röstli. Oh ja. Ich habe Lanzenträger noch nicht gemalt. Ah, so, die Uffizi. Ich muss natürlich schauen, dass ich weiterhin gutes Ausmaß an Kultur produziere, weil Österreich wird jetzt langsam immer mehr Tourismus haben. Was haben wir eigentlich für Proposals? Ah cool, Stadtstaaten gelten noch nicht mal dazu. Cool, World Religion, so cool. Oh ja, das ist sehr wichtig, dass ich das bekomme. Also falls kurz vorher noch Stadtstaaten erlaubt werden, muss ich da schauen, dass ich etwas kaufe. Aber es sind noch 11 Runden hin, dann kaufe ich mir lieber Antwerpen als Belgrad. Belgrad kann ich immer noch später kaufen. Yes! Ideologie! Also, lass mal durchschauen, was so nützlich ist. Grosse Persönlichkeit ist gut, Zufriedenheit ist gut. Mehr Gebäude kaufen ist auch gut. Ja, okay. Mehr Zufriedenheit ist gut. Ja. Das ist nutzlos, dass ein New City sich Bock hat, Städte mehr, ich habe genug Städte. Tourismus zu anderen Orten, vielleicht könnte noch nützlich sein, weiß es noch nicht. Factories, oh yeah, das ist ganz gut. Und Produktion, oh, das ist auch sehr gut. Das ist okay. Free Courthouse upon City Capture. Das ist nicht sonderlich nützlich, aber Internal Trade-Outs 50% mehr Food und Production, das ist natürlich auch gut. Spaceship Parts, Great Engineer. Ja, wer weiß, mein Bruder macht eigentlich noch gute Faith. Also kann ich vielleicht dann ein paar Engineers kaufen und somit dann... Ja, warum nicht? Warum nicht? Order tönt eigentlich sehr schön. Freedom, schauen wir das einmal an, das ist auch gut. Specialists ist so geil bei Freedom, dass sie so viele gute Sachen mit Specialists haben. Gut, nein, uninteressant, uninteressant. Happiness ist immer gut. Uninteressant, uninteressant. Ja, das ist sehr gut. Universal Suffrage. Längere Golden Ages und weniger Unzufriedenheit von Specialists. Das ist extrem gut. Landmark. Ich muss nachher schauen, wie viel grosse Personen Improvements ich habe. Das ist nutzlos. Broadcast Tower, ja, das ist herzig. Spaceship Parts mit Gold, das ist natürlich geil, ja. Ich habe da 3. Nein, ja, das lohnt. Freedom lohnt sich nicht. Autokratie, schauen wir auch noch an. Meiste Situationen nicht sonderlich nützlich. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, Unit Maintenance Reduced, das ist nett. My Happiness from Every Courthouse, das ist doch nicht schlecht, weil ich habe doch 3 Courthouses und wenn ich bei Rom noch erobere, 4. Das ist herzig, aber nicht relevant. Happiness,
von Barracks Armory Military Academy. Naja, so viel davon jetzt auch wieder nicht. Dann da so ein bisschen mehr Happiness Sachen, das ist okay. Das ist unrelevant. Tourismus ist herzig, aber nicht wichtig. Purchasing Units. Ja, das ist eigentlich noch cool mit den Landsknechten zusammen, aber es ist zu spät. Also ich kaufe jetzt sicher keine Landsknechts mehr. Ja, es ist halt so Fight ausgelegt. Nein, nein, Order ist. Order macht am meisten Sinn. Gut. Ja. Und Goldkosten reduzieren. Und dann wahrscheinlich Zufriedenheit vom Monument. Ja. Gut. Public School. Oh, cool. Du hast da auch schon repariert. Oh, du kannst da ein Chateau reparieren. Ja, geh nun mal da hinten und Alert Mode und dann schaue ich, wo ich dich platzieren tue. Du bist positioniert, gut. Andrina promoted, oh gut. Oh, in Wien gäbe es wieder etwas zum Kluppen. So, so. Warum zeigen wir Wien, nicht Bern? Ja, okay, das ist viel Geld, das mache ich. Ich hätte eigentlich noch nachschauen wegen Luxusgüter, aber ist gleich. Okay. Kaffeehaus ist ein ganz geiles Gebäude. Plus Produktion und plus 25% mehr Great People. Das ist ganz cool. Nein. Okay. Ja, also eigentlich nur Österreich und Spanien sind wir mehr oder weniger eine Konkurrenz. Vielleicht Polen, eventuell, aber... Oh wow, Frankfurt ist ja down. Aber wie es aussieht, ist keine Nahkampfeinheit dort, um sie reinzunehmen. Wahrscheinlich hat er ein bisschen Schiff und fern drauf geschossen und so, aber kann es jetzt nicht rein. Medieval... Das wird jetzt halt später sein, aber das ist schon in Ordnung, ist in Ordnung. Industrial, aber es gibt dann schon nochmal ein Industrial. Sind wir da? Classical? Medieval. Same Era, same Sif. Ja gut, ich brauche eh noch meine eigenen. Also ja, das Art-Ding gar noch nicht mal gebaut, die Artist Guild. So, von wem haben wir da Spionli getötet? Zeige mal. French, okay. Wie sieht es eigentlich da aus? Ja, ich bin erst in Science, aber ich weiß, ein paar kleben mir am Füdli. Ah, die habe ich reingeschickt. Gut. Ich könnte einfach zuerst Rom nehmen und dann auch noch Kume. Das ging schon. Ja, 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 ich bin nicht böse gegen dich. Ich habe ja die Stadt von dir, die ich wollte haben. Mein lieber Nachbar. Ja, Spanien wird es verbreitet, aber gegen mein 45 kommt es nicht an. Wenn Spanien jetzt in der Region da. Ich habe meine Religion da. Selbst auf spanische Städte. Und da kann ich nichts dagegen machen. Da ist viel zu viel Druck von mir. Okay, da geht es noch. Bogota geht. Nein, 52 Druck von mir. Das schafft Spanien nicht. Ja, reparieren wir dann das ein oder andere Teil und dann ist es gut, dann schicken wir ihn auf.
Ja, nee, ich wollte schon meine Einheit dort oben haben. Schicken wir das Zeugs da mal los. Und greifen dann von oben an. Ah. Ja nein, heil du nochmal eine Runde in unserem Territorium und dann kannst du nachher führen gehen. Du bist fertig, das ist gut. Wie lang noch? 5 Runden. Okay, cool. Das Tier muss ich dann einen Gatling-Gun machen und vielleicht einfach defensiv einsetzen. Das ist wahrscheinlich das Gescheitste. Weil sobald ich ihm den Krieg erkläre, kommt er dann auf mein Luzern los. Noch 2 Runden, dann kann ich mir da Antwerpen kaufen. Ja, zwar wie viel? Nein, ja doch, kann ich machen. Ich habe da aber auch viel Einfluss. Oh, 60 brauche ich, das ist aber schon noch viel. Dafür ist Byblos nicht mehr unter französischer Herrschaft. Ja, ich weiß noch nicht, was ich mit dem machen soll. Ich kann mir ja da immer noch mal eine Einheit reinstellen. Vielleicht ist es auch gescheiter, wenn ich einfach noch mal schnell eine Kanone aufnehme. Ja, Frankreich müsste nicht eine Gefahr sein. Ich nehme noch mal eine Kanone auf. In 6 Runden habe ich mich eh noch nicht fertig positioniert. Weil ich muss mich im Gebiet von diesen Stadtstaaten platzieren. Da sind jetzt näher an der Grenze von Rom bin und er dann fragt: Mimi, willst du Krieg? Mimi. Das wäre nicht so lässig. Das wäre ein bisschen nervig. 21 Runden. Ja gut, ich brauche mein Geld, ja. Dann baust du halt 21 Runden lang. Nein, nicht mit dir. Kopf, ich vergesse jedes Mal nachzuschauen wegen irgendwelchen Luxusgüter. Polen hätte ich viel, aber Polen findet mich voll scheiße. Ja, natürlich. Komm schon, Antwerpen. Ich will Antwerpen haben. Das irgendwo da Almaty, das habe ich schon. Rom hätte ich aber glaube ich eh keinen. Nein, aber du wolltest vielleicht das kaufen für 7. Für 6? Sehr schön. Belgrad ist halt noch nicht mehr. Ja, kann ich immer noch kaufen. Wichtig ist, dass das andere Zeug, das angrenzend an mich ist, die Laventa und die zwei da oben zu meiner Seite gehören. Vor allem Yerevan, das könnte auch wieder da einfallen, das könnte nervig sein. Die Eisenmine noch reparieren und dann der andere die Elefantli und dann geht es weiter. Das sind Hügel. Ich muss also 2 Kanonen da hinten lassen, dass ich die dann da platzieren und dann über.
Gatling gun, Lani glaubt sogar da. Oh, ich habe da noch meinen Scout. Ich habe noch einen Scout. Ist das ein Hügel? Ja. Du kannst noch auf den Hügel da reingehen. Ein bisschen auskundschaften. Lausanne, ja, das Lighthouse ist doch dann doch gut. Ja, ich würde sagen, ein Lighthouse und dann baust du noch zwei Workboats. Jupp. Ja, da oben muss ich auch mal ein bisschen upgraden. Da hat es noch Schäfli und Elefanten und Gewürz. Und ganz viele Trading Posts brauche ich noch. Und schauen bei Rom, also komm her, vielleicht kann ich reinnehmen, ohne gross zu plündern. Ich bin blöd, ich sollte doch meinen General auch noch mit aufnehmen. So blöd. Aber es wäre wirklich auch eine Idee, einfach da jetzt... Oh, jetzt ist das Feld bereits im, jetzt ist die Idee nicht mehr da mit den Zitadellen. Jetzt bräuchte ich offene Grenzen für das. Ja. Komm. General. Hast du mir jetzt für... Nein, natürlich nicht. Das negiert einfach, was ich klicke. General kommt da rauf. Du bleibst da. Du gehst da hin. Du bleibst auch da. Du gehst da über und du gehst nach Bukarest. Cool. Jetzt lass mich mal überlegen, wie ich das so positioniere. Okay, weil dann kann ich nachher auf den Hügel tun und für den Angriff dann auf Delta da. Ja. Ach, das ist... Oh, das sind alles Hügel. Das ist voll nervig. Gehst lieber da rauf. Nicht zwei Hügel. Wenn die zwei Hügel sind, dann muss ich die andere Kanone auch dort übersetzen. Ja, Paris gehört jetzt mir. Aber ich wollte es erwarten, bis ich genug Geld habe für das Courthouse. Ja, zwar, ich könnte es auch schon jetzt machen. Aber es baut gerade so schön. Public School. Ich glaube, das lasse ich noch fertig bauen. Yay! Mehr Spice catched. Yay! So, Antwerpen. Joink! Soll ich den nochmal platzieren?
Ja, ich glaube, der platziere ich noch, ist aber dann der letzte, den ich platziere. So, wem sind Spy haben wir da gestohlen? Ein polnischer, sehr schön, sehr schön. Ja, ich muss die Forschungssachen mal fertig bauen. Tempels überall wären eigentlich auch gut. Ja, ich brauche noch so viel in Bern. Und wenn wir Aluminium haben, dann muss ich natürlich das zuerst noch bauen. Ah, ja, mein Scout ist jetzt im Weg gegangen, aber ist okay, ist okay. Ich muss eh die anderen Kanonen noch überbringen. Er hat nervige Musketiere, aber... Er ist noch nicht so stark im Industriezeitalter, hey, aber er hat seine einen da oben. Nachher schön swims für Chanstven. Może być twoim ostatnim. Okay. Jetzt gib mir deine Krone. Armes Deutschland. Boah, München nimmt auch schon Schaden. Und Hannover, wow, Deutschland ist bald weggefegt. Wow. Die nehmen gerade Deutschland ganz auseinander. Wow. Oh, jetzt ist sie auch in Industrial. Let's have a look. Rom ist in Industrial. Und Österreich, okay. Ach komm jetzt, muss man da einen Weg move, das ist nicht so lässig. Jetzt habe ich relativ viel... Oh, und er grenzt da wie immer weiter aus. Okay. Ja, von mir aus. Genf. Ja, das ist klar. Und jetzt nehmen wir das da. Oh yeah. Ganz viel mehr Science und in 7 Runden gebaut. In 8 Runden gebaut. So gut. Und 438 Science. Oh wow. Das ist richtig gut. Ich habe so viel Kohle, könnte ich eigentlich ein bisschen etwas verkaufen. Hast du Geld? Willst du mir Kohle abkaufen? Ja, so viel... Ja doch, Geld per Runde hast. Finden wir raus, wie viel du mir willst geben. Was ist es? 5. Irgend so etwas. 1. Und mach 2 draus. Gut.
Bist du interessiert an Eisen? Gut. Ja, das ist gut, das langt. Nee, brauche ich 60. Aber hey, für Belgrad müsste es eigentlich lange. In zwei Runden habe ich sogar genug, um 500 reinzustecken. Oh. Okay. Ganz so viel Kanonen brauche ich eigentlich gar nicht mal. Aber ist gut. Besser eine zu viel als eine zu wenig. Ah. Ja, ich muss es jetzt machen, weil sonst... Sonst bin ich einfach ein ganz schlimmer Lügner. Das wollen wir ja nicht sein, wir wollen ehrlich bleiben. Aber weißt du, wie so viel... Ich meine, die dürfen dann wirklich zählen, dann könnte ich ihn genau das gleiche fragen. Er hat dauernd... Darf ich scrollen? Er hat ja da dauernd Einheiten an der Grenze. Also zählen die da unten meiner Meinung nach nicht. Und da oben sind es jetzt nur drei, das eine davon, ein Scout. Ein Scout, finde ich, darf auch nicht zählen. Aber, ja, wie wir ja wissen, muss man teilweise nicht mal welche an der Grenze haben und da einfragt dem sonst eigentlich. So. Nein, nicht drüber. Jeez! What? Ist das so viel wichtiger als mein Krieg? Glaube ich dir nicht. Ja, ich will gerne... Oh wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es so schnell fällt. Okay. Ja gut, dann heisst es da wohl vorrücken. He? Oh. Oh ja, und all die Stadtstaaten haben natürlich jetzt auch Krieg mit ihm. Ah, ist das nicht schön? Okay. Mehr Geld. Geld ist immer gut. Wir wollen ja schließlich ganz viele Sachen kaufen. Masked Man hat suicided. Stupid Masked Man. Ich bin gespannt, was meine Stadtstaaten da machen. Der eine rennt weg, der andere greift da. Der Fuck. Oh, kurz vorher, so. Ne, der lange nicht, aber... Das da ist mir. Ja, ich hatte actually sogar noch bessere Chancen als vorher, weil ich schon so viele Stadtstaaten habe. Cool. Den Rest hole ich mir später noch. Ich kann eigentlich noch handeln mit den Leuten.
Zumindest mit denen, die ein bisschen Geld haben. Nope. Nee, watch ise, watch ise. Nö. Okay. Du findest mich, glaube ich, auch ziemlich scheiße, ja? Ja. Lächerlich, wie viel er verlangt. Ich meine, ich würde ihm für den doppelten Preis geben vom üblichen Preis, aber er verlangt irgendwie ein Achtfache. Muss ich sagen, nein. Oh, Moment. Du hast ein Luxusgut. Ah, ihr seid. What? Okay, sie findet mich jetzt auch scheiße, wie es aussieht. Also habe ich nur noch jemanden, der mich respektiert und weiss, was ich wert bin. Aber sie will nicht. Nicht Case, ja, wird halt nicht gehandelt. Oh, da haben wir Aluminium. Haben wir sonst noch nicht Aluminium? Ja. Da oben haben wir noch, okay, das würde ich eingewöhnen haben. Ich glaube, das da unten ist das nächste und das ist auch in Stadtreichweite und Lausanne müsste... Lausanne ist ein Derb. Ja, jetzt haben wir Aluminium. Du gehst nachher zum Aluminium. Gut, wir haben da Kanone. Hm? Ja, Gatling Gun. Ich wollte eigentlich nicht in Schussreichweite von Rom gehen. Rom hat mir ein bisschen zu viel Verteidigung. Finde ich nicht so cool. Aber ich kann in Schussreichweite von Kumega. Du musst zuerst ein bisschen aufheilen. Gut. Oh, wait. Ich könnte dich eins weiter hin tun. Wirst zwar vielleicht verschossen. Aber es ist eigentlich noch eine gute Position. Ja, ich muss den da rüber tun, dass ich dann den parat habe, um drauf zu schiessen. Und du darfst mir da ein bisschen Vision geben. Ja, gib mir mehr Geld. Geht zwar noch ein bisschen, aber du wirst mir viel mehr Geld geben, das ist der Punkt. Ach ja, übrigens, ich nehme den Frieden gern an, wenn du mir Kumea schenkst. Leg Neapel noch drauf und ich bin absolut zufrieden. Oder Sparta, da kann ich es nämlich mal Alexander zurückgeben. Da wird er Freude haben. Ich meine, es ist eine gute Stadt, ich könnte sie theoretisch auch selber nehmen, aber... Naja, sie hat die guten Sachen nicht im Gebiet drin. Also wie Ravenna. Ravenna ist eigentlich keine gute Stadt. So, Cumae, Rom und Sparta alleine wäre gut gewesen, aber... Ja, whatever. Cool, Stadtstaaten. I am Bukarest, I am helping. Das meine ich ernst. Aus. In Soldaten dritt. Ich weiß nicht, was Spanien so dumm tut. In Soldaten dritt. Wenn das nichts sagt, weiß ich auch nicht. Gut, rücken wir näher. Plopp. Gut.
du musst auch noch mal ein heilen. Scout. Weißt du was? Nein, nicht. Mach das da gut. Du kannst momentan nicht schiessen, aber du kannst da übergehen, dann kannst du nämlich nächste Stunde dann da runtergehen. Oh. Hey, Alex, du hast immer noch... Boah, hast du viel Zucker da drin. Knossosher. Oh, das hätte eine ganz geile Stadt können sein. Paris ist der. Nein. Oh. Ja, irgendwann hast du schon wieder Zucker. Ich meine, schau, dass wenn man diese Stadt da oben baut, hat Berg, Fluss, viel Dschungel, viel Bananen, viel Zucker. Boah, so geil. Du hast eigentlich ein super geiles Startgebiet gehabt. Ich meine, da starten, ich hätte nicht da gesehen, ich wäre auf den Hügel gegangen und den Berg. Okay, nein, ich muss ehrlich sein, ich hätte neu gestartet, weil es hat nur zwei Luxusgüter und sonst keine einzige Ressource, gar nichts. Ich hätte sofort neu gestartet. Wenn das da drei Aluminium ist, hätte ich noch nicht können wissen. Und dass da einer so ein arschgeiles Gebiet ist, auch nicht. Aber die Hauptstadt ist eigentlich kacke. Die anderen Städte sind geil. Von daher muss ich eigentlich sagen, im Büro ist es ein bisschen ähnlich. Marmor und Trüffel. Wobei Trüffel hätte er vielleicht gar nicht gesehen, je nachdem wo der Krieger ist. Nur das Marmor wäre ein Insta-Neustart gewesen. Ich wollte nicht eine Imba-Startposition für einen sicheren Sieg, aber ich wollte etwas, das brauchbar ist. Ich wollte nicht irgendwie einen Müll. Wenn ich... Ich meine, ich kann das vielleicht auch mal machen und... ein extra Special Challenge... ...wo ich einfach irgendeine Seich-Startposition nehme und versuche mit der zu gewinnen. Das kann ich auch mal machen. Aber... So Sachen mache ich, wenn ich sie machen will und nicht einfach, wenn sie sich zufällig ergeben. What I'm talking about right now is start positions. Greece. Yes, please. Greece has here some nice city spots. I mean, Knossos, up here at the mountain, at the river, lots of luxuries, lots of bananas, lots of jungle, lots of hills. Very cool city spot. Argos, also very cool city spot. I mean, such a good land, and Rome had good land here too, with Cumae and now my Lucerne. Very good, but their starting locations, exactly like Rome. What would you see if you have the settler here? You would see marble. You wouldn't see the truffles because of the forest. You wouldn't see the aluminium because it's not researched yet, so you would only see one luxury and the river. That's garbage. I would restart if I get this. The same with Greece capital. It has two luxuries. Not my preferred luxuries. And the river. You could move to this hill at the mountain. But you would lose the incense and get no luxury else. So, also, I would restart. I would not take these locations. But, I mean, yeah, you could say it's lame to restart and get an insane position, but first of all, I do not restart to get an insane position. I just restart to get a more interesting position, to get something that may be more accurate or more fun to play. And yes, also a little bit better than, I mean, seriously, one marble and nothing else? Sorry, that's just garbage. But I could also someday play a game where I have a start position like this with just garbage tiles around it and make that my challenge. I mean, yes, that would be a very interesting challenge, but what the point is, such challenges I want to choose when I play that challenge, and not just do not want them to randomly happen. If I want to play such a challenge, then I will go and play it, and not just da. And not just random when I have something else in mind. But well, yeah, maybe someday I will do a search for a crap start position and try to win with this. So, zurück zu unserem Krieg. Wir sind jetzt da eigentlich kurz vor dem nächsten Schritt, um in Angriffskreis von Cumae zu kommen. Darum werde ich jetzt da auch mal speichern. Und unsere Eroberung von Cumae kommt dann im nächsten Part. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Our conquering for Cumae will be in the next part. Have fun. See you next time.